Unterscheidest du zwischen Erwachen und Erleuchtung? Mittlerweile nicht. Früher ja, mittlerweile nicht. Ich verwende Synonym. Ich wüsste nicht wirklich, was Erwachen sein soll. Ich weiß noch, was Erleuchtung ist, mehr oder weniger. Aber ich wüsste nicht, was Erwachen wirklich sein soll. Ich betreibe die Webplattform www.erwachen.com. Hätte ich vorher ein Werbefeld machen können irgendwo? Naja, jetzt ist es zu spät. Beim nächsten Satz an werdet ihr oben eine Leiste sehen, da wird auch ein Text vorbeifließen, erwachen.com. Aber ich schreibe dort, wie manche vielleicht wissen, viele nicht wissen oder es nicht bemerken, ich schreibe dort kaum wirklich, was Erwachen ist. Ich schreibe meistens erst immer dann mit, wenn jemand anderer meint zu wissen, was Erwachen ist oder darüber schreibt, was Erwachen ist. Dann halte ich gern was dagegen. Ja? Weil ich es gar nicht so dingfest machen möchte. Aber meist, und für mich ist total okay, es als Synonym für Erleuchtung zu verwenden, obwohl es nicht ganz korrekt ist. Aber das ist eine Frage, wo man sich hinbewegen, ob man, wie man das verbal sehen, ob man, welche Konzepte man da nehmen, ob man daraus irgendein Konzept basteln, wie man es verwenden, welche Theorie. Ich habe mal vorgehabt, sogar ein Buch zu schreiben mit dem Titel, vielleicht mache ich es noch, vielleicht kommt mir jetzt jemand zuvor, dem ich die Idee liefere, Erwachen aus der Erleuchtung. Das hat für mich was. Früher war für mich Erwachen, damals, wie ich es in meinem ersten Buch unterschieden habe, auch mit schönen Tabellen, Erwachen, Erleuchtung, war für mich Erwachen weniger als Erleuchtung. Da war für mich Erwachen das, was auch heute noch meistens in der spirituellen Szene, bei Esoterikern, New Age und damals auch in Osho-Kreisen so verstanden wurde unter Erwachen. Authentisch werden, das Leben voll da sein, Präsenz zeigen, ja, diese Konzepte, ja, die hatten damals für mich mit Erwachen zu tun und das war für mich weniger als Erleuchtung, weil Erleuchtung war für mich eher das Verschwinden, ja, das Verschwinden dieses Willens, dieses Wollens nach Veränderung, ja. Auch selbst das Verschwinden der Präsenz, dieser absoluten Präsenz, immer präsent sein zu müssen. Ich bin sowieso immer da. Also war damals für mich Erwachen eigentlich weniger. Das waren diese ganzen New Age-Konzepte über Erwachen. Mittlerweile sehe ich es aber eher so, dass ich Erwachen als etwas ansehen würde, wenn ich es betiteln müsste, was vielleicht nachher, nach der Erleuchtung, als Art Prozess kommt, wo man dann langsam aus diesem mystischen Zustand wieder erwacht, ihn aber auch mitnimmt, hier auf die Erde. Eben das, was ich oft auch mit Jenseitserleuchtung bezeichne. Oder Param Advaita. Aber da will ich jetzt machen wir Satsang, das ist Advaita.